So, da habe ich auf jeden Fall schon mal gerade einen richtig krassen Fail gemacht. Denn, was ich dazu sagen muss, ich habe jetzt zwei Bildschirme. Und zwei Bildschirme bedeutet, dass ich jetzt gerade auf Alt Gr Nitro benutzen wollte. Ich dann dabei aus Versehen rausgetappt bin und mit Alt Gr und der Pfeiltaste nach oben das Bild gedreht habe. Das heißt, auf meinem zweiten Bildschirm, wo ich jetzt Audacity gerade offen habe, hat es mir hier das Karussell gemacht, ja. Das Audacity-Bild, also mein Hauptbildschirm hier war auf einmal schwarz. Und da, wo Audacity läuft, da hat es also als das Audacity-Fenster im Kreis gedreht. Mega geil, hatte ich so auch noch nicht. Jetzt will ich gerade mal gucken, ob ich überhaupt noch Anschluss finden kann. Und 3.11 von 21. Naja, das sieht nicht gut aus. Deswegen... Achso, stimmt. Ja, neu starten kann man hier gar nicht. Ja, alles klar. Ja, super. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Mach dich bereit. Das wird echt intensiv. Ja, okay. Da bin ich wieder. Das Rennen habe ich jetzt als letzter beendet. Oh, Wunder. Aber irgendwie kann man das nicht neu starten. Also irgendwie... Ja, jetzt muss ich aber bei der komischen Robin hier bleiben. Okay. Also irgendwie ist es so, dass das Event jetzt nicht mehr auf der Karte ist, sondern halt einfach quasi jetzt als abgeschlossen gilt. Und ja. So ist das halt. Okay, also wie ihr gehört habt, das Robin, das Amy-Event ist jetzt quasi abgeschlossen, als letzter, okay. Vielleicht war es ja doch noch schnell genug für dieses Zeitfahren. Und wir sollen uns jetzt in der Werkstatt treffen. Machen wir doch, Baby. Ja, der Grund, warum ich zwei Bildschirme habe, ist nicht, weil ich irgendwie zu viel Geld übrig hätte und mir noch einen gekauft habe, sondern... Der Bildschirm hier ist von 2000 und, lass mich nicht lügen, 2004, meine ich. Vielleicht auch 2000, nee, Quatsch, nein, sorry. 2006, das ist nämlich der erste Bildschirm, den ich jemals hatte, weil er zu dem allerersten PC gehört hat, den ich jemals hatte. Und jetzt denkt ihr euch 2006, ja, mit 10 hatte ich meinen ersten Computer, das war ein Aldi-Rechner. Von Medion, ja, richtig Hightech und so. Der hatte, ich glaube, Rechner, Boxen und Bildschirm haben gekostet 1000 Euro. Das war damals so eine Aktion von Aldi. Oder war es Lidl? Aldi oder Lidl. Eins von den fünf. Und, jetzt gerade mal gucken, ob hier noch so ein Nachrichtenvideo kommt. Ja. Driftkurven, also finde alle Kämpfe und deine Freunde darum Nummer 1 zu sein. Okay. Driftkurve. Innerhalb des Bereichs driften ohne anzuecken. Das krieg ich doch wohl hin. Ja. 8000. Kann man mal machen. So. Achso, ich kann sogar nochmal. Das ist ja cool. Scheiße! Mann, da habe ich angeeckt. Also übrigens, Nitro hier funktioniert jetzt, ja? Problem behoben. Oh shit! Ist ja gar nicht mal so einfach. Okay. Wenn ich jetzt auf maximal Punkte will, muss ich auf maximales Risiko gehen, das heißt maximal anecken. Ich will über 10.000 Punkte in der scheiß Kurve haben.
Ich brauche mehr Schwung. Ist logisch, oder? Wenn ich immer zu schnell bin, brauche ich mehr Schwung. Oh, Junge. Jetzt macht mir da so ein Falken als die Kurve kaputt. Bam, 14. Woo. So. Genug dazu. Wir springen. Triff Robin in der Halle, triff Amy in der Garage. Okay. Nehmen wir erstmal die Amy, die war nämlich. Die war zuerst. So. Genau, der Bildschirm, ja, der ist. Hat eine Auflösung irgendwas mal 1024, also 4:3. Ist von Medion Flat Pro. Ja, der ist also nur doppelt so dick wie ein normaler Flatscreen. Heutzutage ist also schon richtig dünn für die damalige Zeit gewesen. Und ja, der dient mir jetzt hier als zweiter Bildschirm quasi. Das ist ganz praktisch. Jetzt habe ich nämlich rechts Audacity laufen. Da kann ich also jetzt immer kontrollieren, ob ich irgendwie übersteuere oder ob ich zu leise bin. Dann kann ich das Mikro darin richten. Ist eigentlich ganz fett. Ach du Überraschung. Nein, nein, nein. Travis, du hast Nakai-sans Wagen geklaut? Du wolltest doch eine perfekte, makellose Karosserie. Hier ist sie. Das ist sein Wagen. Hey, hey, ich bin kein Dieb. Nach deinen Fotos hat Nakai mich angerufen. Er ist neugierig und ich werde ihn überzeugen zu kommen. Aber vorher... drehst du eine Runde mit seinem Meisterwerk. Erst studiert man das Bild, dann trifft man den Maler. Ja, ganz richtig gehört. Du nimmst Nakais Karre und findest heraus, was so toll daran ist. Ich wusste nicht, dass du ihn kennst, Travis. Nakai, Obama, den Dalai Lama. Ihr wart gut, Jungs, aber das ist die nächste Stufe. Nur wer das Meisterwerk kennt, ist kein Lehrling mehr. Na los, fahr ihn und lern. Ich zuerst, Mann. Wir sehen uns draußen, okay? Sieh zu, dass du schneller bist. Und was ich nach wie vor mega, mega geil finde. Ja. Davon kriege ich nie genug. Ha, ha, ha. Das ist bestimmt 100 Jahre alt. Komm schon, ein paar Zeilen singen. Man kann deine schöne Stimme bei der Dusche im Hintergrund fast gar nicht verstehen. Ah, ich mach dich kalt, Manu. Sprich vom Teufel. Was? Halt so wild. Ihr habt nie erklärt, warum ihr beide gleichzeitig im Badezimmer wart, als Spike unter der Dusche stand. Ganz zu schweigen, warum er diese Filmmelodie gesungen hat. Wow, 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 ich bin keins dieser Mädchen. Und mein Stichwort. Bis später, ihr Loser. Ich ruf dich an, Robs, um alles klar zu machen. Sicher. Also, Robs, was ist euer Plan? Ich fahr jetzt nach Hause. Ihr beide seid willkommen. Spike kommt vielleicht auch vorbei. Könnte klappen. Ich sag dir Bescheid. Cool. Bis später. Okay, Großer, nur du und ich. Ich fahr jetzt rüber, also komm, wann du willst, okay? Ja, also was ich nach wie vor mega, mega geil finde, ist einfach die Einbindung deiner eigenen Autos in diese Videos. Das ist also, ist schon nett, ist nett kacke, sagen wir mal so. Ist schon ziemlich geil eigentlich gemacht. So, die haben wir abgefrühstückt. Jetzt noch die Robin, die ist ja hier im Arsch der Welt. So. In ihrem komischen Puff da, in diesem Anhänger. Mal hören, was die so zu tellen hat. Übrigens jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag kann ich auch nicht aufnehmen. Travis, komm schon. Du willst mir sagen, dass du nichts weißt? Auf wie viele Arten soll ich denn sagen? Ich versteh's nicht. Irgendjemand muss was wissen. Es wären ja keine richtig guten, supergeheimen Untergrund-Outlaw-Typen, wenn sie jeder kennen würde, oder? Du hättest sie sehen sollen, Robs. Verrückt, Mann. Die Cops waren so drüber, die sind durchgeheizt und haben uns ignoriert. Dann habt ihr Glück gehabt. Ah, kommt zum Diner und chillt eine Runde. Manu sagte, er kommt dahin. Treffen wir uns dort. Alles klar, dann viel Spaß. Oh, du kommst nicht zu uns? Hab eine Reklamation von ein paar Felgen und will die Dinger nicht sehen. Macht's gut zusammen. Okay, ich fahr jetzt rüber. Wir sehen uns da.